Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Airships Conquer the Skies. Mittlerweile haben wir uns ja, ich würde mal sagen, eingegroovt. Und ich hoffe, dass das auch noch eine Weile so weiterläuft. Ich bin recht zufrieden eigentlich, so wie es gerade geht. Wir haben Geld. Wir sind schön. Ja. Am Ausbreiten. Nix, Kollege, nix. Was macht der denn? Warum macht der das? Ärger mich nicht. Geht das jetzt die ganze Zeit hin und her? Ah, zwei von den Dingern hat er. Oh, hier ist noch keinerlei Verteidigung. Bauen wir doch direkt mal eine Flugabwehr. Das heißt, ich muss jetzt die ganze Zeit hin und her hoppen. Wenn der Sägezahn fertig ist. Ich sollte vielleicht erstmal weitermachen. Wenn der zweite Sägezahn da unten fertig ist, dann holen wir uns den erstmal. Ich vermute mal, dass da jetzt nicht mehr allzu viel Zeug steht. Wenn nicht, habe ich halt geloost. So, du arme Sau, gehst mal nicht dahin. Du gehst hierhin. Du gehst hierhin. Dann kannst du schon mal ein Stück nach vorne rücken. Du auch. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Stopp. Der Sägezahn. Du rammst den. Und du, mein Freund, rammst den. Schön drauf. Und der ist schon mal abgestürzt. Du kümmerst dich um die Festung auf jeden Fall. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Angriff! Also manchmal frage ich mich, die sind doch ein bisschen doof. So, machen fertig. Sehr schön. So, den hätten wir auch. Warum kann ich den nicht mehr steuern? Habe ich gerade irgendwie so das Gefühl, dass ich das verliere? Oder warum? Ah, nee, Gott sei Dank, ey. Das wäre ja noch schöner gewesen. Aber ich muss Wunden lecken. Was haben wir hier in Verteidigung? Okay, Verteidigung sieht hier nicht so schlecht aus. Vielleicht noch einen Silent Watcher gegen Bodenangriffe. Wie sieht es hier aus, verteidigungstechnisch?
Verteidigungstechnisch ist hier gar nichts. Muss neu gebaut werden. Dafür gibt es auf jeden Fall Flugabwehr. Was? Revolution? Ich glaub's hackt, ey. Revolution ist nicht gut. Muss ich wieder warten. Bis ich da weiter forschen, bis ich da weiter bauen kann. Bah, das nervt. So, Zielcomputer. Schwere Geschütztürme, schwere Kanonen. Bessere Panzerung, das wäre nicht schlecht. Aber mal hier bei Roboterbeinen weiter, da müssen wir nämlich hin, dann. Ich glaube, ich spare jetzt erstmal einen kurzen Moment. Was hat denn der Kollege da überhaupt am Start? Ist hier nix. Das ist eine Basis gegen Bodentruppen. Die waren nervig. Können wir eigentlich direkt angreifen. Und stopp! Du gehst jetzt direkt auf den drauf. Oh, du hast ein Glück. Ich hoffe, dass ich da drüber schießen kann. Ist so geil, wie dieses Sägeblatt einfach in dem Typen drin rumfuhrwerkt. Rammen! Scheiße, ich kann nichts mehr machen mit dem. Oh, nicht gut. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was passiert. Der bewegt sich nicht. Der kann sich, glaube ich, ja auch gar nicht mehr bewegen. Das ist schlecht. Da muss ich mich zurückziehen, leider. Hab natürlich alle Schiffe verloren. Ich glaube, ich baue mal wieder den einen oder anderen Brandteufel. Wie sieht es hier eigentlich hier aus? Das muss auch alles in die Tonne treten, was sie hier oben gebaut haben. Flugabwehr kann hier noch nicht bauen. Also muss hier erstmal im Moment alles stillstehen. Ist halt blöd, dass ich hier nicht angreifen kann jetzt. Das hier muss ich auf jeden Fall halten. Das hat einfach zu viel Einkommen, als dass ich das verlieren darf. Direkt noch eine Flugabwehr hinterher. Hier unten müssen wir irgendwie ein paar Schiffe einfach mal nachproduzieren. Das hat 93 Einkommen, ey, das rockt natürlich schon. Und jetzt kommt der hier angekackt. Der baut jetzt eine neue Festung, das ist schlecht.
Auch irgendwas Gescheites noch. Rübensuppe. Okay, sehr schön. Der bleibt nicht dort. Die Basis kriegen wir klein, das wissen wir. Hier haben wir aktuell keine Verteidigung. Jetzt erstmal einen Silent Watcher hingepappt. So, den bringen wir hoch. Was heißt das eigentlich, wenn die Verteidigung sabotiert, den Bau sabotieren, dann dauert es wahrscheinlich einfach nur länger, vermute ich mal. Kommt noch eine Rübensuppe. So, die Beine haben wir. Dann brauche ich Spinnenbeine. Hä? Spinnenbeine, doch. Ne, ist noch nicht da. Was fliegt der denn da die ganze Zeit hin und her? Das nervt ein bisschen. Oder ich glaube, ich fange gleich auch mal an, nochmal irgendwas mit Raketen zu bauen. Die kamen mir sehr stark vor. Aber hier gibt es noch einen Brandteufel. Buh. Bitte nach oben. Wie sieht es eigentlich hier verteidigungstechnisch aus? Zumindest mal 2-3 Flachs könnt ihr auch bekommen. So, hier noch so ein Sentinel. Fertig. Jetzt greifen wir einfach mal an. Hast du jetzt alles dabei? Ja. Tod von oben, würde ich sagen. Die werden nicht wissen, wie ihnen passiert. So, Kollege, du gehst erstmal in die Stratosphäre. Die können halt nicht so hoch fliegen, aber das brauchen sie auch gar nicht gegen die meisten Gegner. Und go! Alle überlebt. Aber der Brandteufel ist gerade irgendwie gefährlich runtergefallen. Muss ich gleich mal gucken, was da passiert ist. 101 Einkommen, Alter. Nice. Ja, der hat mir die Suspendienkammer hat er mir durchgeballert. Der Kerl. Verteidigung. Flugabwehr direkt. Und noch eine. Ist zwar alles sauteuer im Unterhalt, aber lieber ein bisschen mehr Geld ausgegeben und dafür eine ordentliche Verteidigung, als alles zu verlieren wieder. Ne, kein Landschiff. Weiß, habe ich noch nicht gebaut, aber wird irgendwann kommen. Momentan bringen mir die halt aber leider nichts. Und wir machen einfach weiter mit unserem Eroberungsfeldzug.
Start. Okay, die hauen einfach ab. Flugzeuggesetz abgeflogen. Das wird wahrscheinlich hier auch nochmal passieren. Jo, die hauen auch einfach ab. Ah, direkt eine Revolution angezettelt, die Schweine. Die hier müssen wir gut halten. So einfach bekommen wir nicht mehr so viel Geld. Hier schön überall kleine Flachs nochmal hin. Von euch lasse ich mir doch nichts wegnehmen, ey. Sind sie einfach wieder zurückgekommen? Das nächste Mal gibt es eine brutale Übernahme, ey. Das glaubt er aber. Oh, da kommt was. Bin mal gespannt, die gleich vorrücken. Wollen wir doch direkt mal eine Stelle, eine Festung. Oder wobei, Stelle, eine Festung bringt mir nichts, oder? Lieber so ein Silent Watcher, der hat seine Kanonen nur auf eine Seite. Nächster Kollege. Wo fliegt denn der jetzt hin? Ist das ein Witz? Den mache ich so fertig. Ich kann zwar mit den Jungs hier den nicht besiegen, aber... Das ist kein Problem. Den fertig zu machen. Wobei, die schaffen das scheinbar auch. Dauert nur eine Weile. Und schon brennt. Die Möhre, ja, wurde aber gelöscht. Warum kämpft er hier nicht mehr? Weiß nicht, ob ich den kleinen krieg. Oh, der macht nichts mehr. Wir haben sogar gewonnen. Ach, da sind sogar ein paar Geschütze noch drin verbaut. Dich mache ich fertig. Mit so einer Armee kommst du hier an. Schämst du dich nicht? Ich glaube aber nicht. So. Du gehst erstmal in die Stratosphäre und du gehst ein bisschen weiter runter. Du gehst noch ein Stück weiter runter. Fangen wir an. Warum fällt denn der jetzt runter? Hauptsache gewonnen. Wie ist eigentlich egal, wenn die aufgeben. Mir soll es recht sein.
So, das hier muss verteidigt werden. Ich glaube, ich möchte mal ein Gebäude entwerfen. Weil am liebsten nehme ich einfach hier so ein Silent Watcher öffnen. Und spack den nicht dahin, sondern ich benenne ihn jetzt mal um. Silent Watcher Raketen. Und pack da jetzt mal ein paar ordentliche Raketen rein. Raketen, umgekehrt. Nee. Raketen, doch. So. So, Raketen. Kann ich leider halt nur zwei von reinbauen. Oder ich mache das Ding einfach ein Stück höher. So. Wie viel Munition hat denn das Teil? 200. Boah, sollte lang, hoffentlich. Kriegst sogar hier noch ein Krähennest aufs Dach. Und vielleicht sogar noch eine Flak. Flak, 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 Flak. Da. Und ein Krähennest. Ist bei Befehl und Crew. Flip. Bauen. So, Spinnenbeine haben wir und weniger Gewicht bei Stahlpanzerung, aber ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Panzerung benutzt. Oh, okay. Öffnen. Ich habe das nicht gespeichert, das Design. Den Moment abbrechen. Luftschiff entwerfen. Design öffnen. Ein. Zurück. Zurück, zurück, zurück. Gebäude entwerfen. Entschuldigung. Öffnen. Ich wollte doch noch einmal die Flak auf dem Dach haben. Und noch das Krähennest. Design speichern. Weiß nicht, warum das vorher nicht gespeichert wurde, aber okay. Schön mit Raketen. Gleich hinten noch so eine dicke Stelle, eine Festung irgendwo hin. Schön in die Mitte. Wie sieht es hier drüben aus? Was haben wir hier in Verteidigung? Ja, komm. Die eine oder andere Flak hingepatscht. Wenn ich Geld hätte. Und dann fangen wir mal wieder an, Schiffe zu bauen. Aber unsere Rübensuppen etc., die sind momentan einfach zu teuer. Oh! Angriff! Ist jetzt natürlich richtig scheiße, ne? Hammer. Zurück. Spion schicken. Stadt anschauen. Das ist richtig bitter. Ich glaube, ich muss jetzt leider mal meine Geheimpolizei erhöhen.
So, erstmal Produktion sabotieren. Das muss ich einnehmen, das Ding. Die sind gerade echt zu stark. Ja. Gegnerische Flotte. Das Pirat, oder? Ich glaube schon. Die Angreifer plündern die Stadt so lange. Die Flotte abgelenkt. Die Angreifer plündern die Stadt so lange, die Flotte abgelenkt ist. Beim Rückzug wird die Flotte verschont, aber die Stadt wird gründlich geplündert. Ja gut, ein Glück sind die Kacke. Nix. Dann fertig gemacht. Raubzug abgeschlossen. Lol. Momentchen mal. Und warum habe ich so viel Geld? Wie... So, der wird jetzt nochmal infiltriert. Schiffe konstruieren. 1000 Brandteufel werden jetzt gebraucht. Was haben wir noch so? Tatzelwurm. Stimmt, die habe ich ja auch schon konstruiert. Dann der Träger, die waren aber nicht so geil. Das war auch ein ziemlich fettes Vieh. Was brauche ich denn dafür? Geschützturm ist noch nicht verfügbar. Schwere Kanone. Schützturm unten, versteckte Holzpanzerung, okay. Ich glaube, dann spare ich mir mal das Geld für die. Auch noch den einen oder anderen Brandteufel. Falcon. Kenne ich auch noch nicht. Das ist noch teuer. Panzerkreuzer, ah, den habe ich auch irgendwo mal entworfen, stimmt. Nee, Brandteufel, ich baue Brandteufel. Am besten hier unten auch noch. Aber was ich mit der Flotte mache, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!